Hallo zusammen. Heute befassen wir uns mit einem Beamer von Axelven in diesem Fall. Den gibt es auch von jede Menge anderen Herstellern. Es handelt sich um einen kleinen LCD-Beamer für ca. 39 Euro. Was werden wir heute machen? Wir werden erst einmal die Schachtel öffnen. Was ist drin? Das ist recht einfach. Ein bisschen Styropor. Sieht bis jetzt noch alles ganz angenehm aus. Können wir aufmachen. Schön. Haben hier eine Fernbedienung. Haben hier ein 12 Volt 2 Ampere Netzgerät. Ein Videokabel. Und schlussendlich, nach einer Anleitung, hier den Mini-Beamer. Was hat er zu bieten? Nichts Besonderes. Vorne eine Linse, die man rausfahren kann, einfahren kann zum Fokussieren. SD-Kartenslot, Videoeingang, USB-Eingang, HDMI-Eingang, VGA-Eingang, Infrarotsensor, Stromeingang, Audioausgang. Dann wollen wir nochmal reinschauen, was da drin zu sehen ist. Ich glaube, ich mit Schraubenzieher. Hier eine Schraube. Öffnen. Dort eine Schraube. Öffnen. Noch eine Schraube. Und weil es so schön ist, noch eine. Und ich glaube, das war's genau. Dann müsste man das jetzt auseinanderziehen können, wenn es an diesen Schrauben hängt. Jupp, und so ist es auch. Da haben wir den Beamer. Sieht man auch nicht so unbedingt Interessantes, also schrauben wir auch diese Platine gerade mal ab. So, jetzt sollen wir die Platine hochklappen, dafür müssen wir hier dieses kleine LCD-Kabel lösen, das zum LCD-Modul führt. Das muss sehr behutsam gemacht werden, da wir sonst irgendwie das Kabel verletzen können. Wir nehmen jetzt hier dieses Teil nach oben. Wir sehen da unten schon den Lautsprecher. Wir haben hier die Leitungen, die wahrscheinlich zur Lampe gehen, die welche sich da drunter befindet. Zumindest ist hier der Lüfter von irgendetwas. Machen wir mal hier den Lüfter ab. Und nun wieder vier Schrauben zu lösen. Schraube Nummer 1. Schraube Nummer 2. Schraube Nummer 3 und es waren tatsächlich nur Streichschrauben und ich habe mich mit der vierten übersehen, auch gut. Ziehen dieses Plastikgedöns raus und stellen fest, was haben wir hier. Ich fische kurz die Position. Hier hinter dieser Lüftergeschichte befindet sich die Funzel, die Lampe, die ich gleich auch noch ausbauen werde. Da wird das Licht rausprojiziert, geht über diesen Spiegel zu diesem Modul hier. Was handelt es sich dabei? Das ist ein LCD-Modul. Hierzu ist auch hier der Anschluss der nötige. Mit 320 auf 240 Pixel. Geht hier weiter zu einem Spiegel und zum Objektiv heraus. So, hier hätten wir den Lüfter. Dieses Teil hier kühlt er. Alles nur, weil dieses LED-Element hier so viel Strom verbraucht. Beziehungsweise so viel Abwärme produziert. Ich baue mal gerade wieder teils zusammen. Da steht er nun. Machen wir ihn mal an. Das ist schwierig, weil er recht fest gedrückt werden muss. Ich brauche ein bisschen zum Starten. Das ist das Bild.
Okay, komm, hat der Kleine eine Chance. Ich mach's mit dunkler. Das sieht doch gleich viel besser aus. No Signal, meldet er. Macht nix. Auf welchem Eingang steht er denn? HDMI? Also wollen wir ihm doch mal an meine Workstation ranhängen, an meine mobile Workstation. Weil es die einzige Maschine ist, die ich gerade zur Hand habe. So, einmal angeschlossen. Und das ist das Bild. Ja, das ist matschig. Aber okay, wir müssen es ja nicht darauf anlegen. Wir passen es einfach mal an. Und gehen mal in der Auflösung ein paar nach unten. Ja, falsche Einstellung. Bildschirmauflösung. So. Optimieren wir jetzt einfach mal hier als zweiten Bildschirm. M-Star Demo wird er erkannt. Die Anzeige erweitern. Und okay. Ja, diese Auflösung ist der Ernst. Ich würde das auch wieder zurückstellen. Windows ist nicht einmal in der Lage, eine Auflösung unter dem darzustellen. Gut, zugegebenermaßen liegt das in diesem Fall an der Anzeige von meinem Notebook. Wenn wir uns jetzt hier die M-Star-Anzeige nehmen würden, die bitte auch Hauptanzeige bleiben soll. Das will Windows 8 nicht so ganz verstehen. Dass das meine Hauptanzeige ist und dass es die auch durchaus bleiben kann. Problem ist, dass wir hier in der Anzeige keinen Cursor sehen können. So schlecht wird es selbst bei geringer Auflösung herunterkonvertiert. So, das zeigt vielleicht ganz schön die Fähigkeit bei einer Präsentation, die durchaus in sehr abgespecktem Sinne vorhanden ist. Als Alternative versuchen wir mal die Deckenprojektion. Das sieht nicht schön aus. Das ist alles andere als schön. Das sind Jumbo-Pixel. Halten wir also fest, bei diesem Beamer handelt es sich um ein reines Spielzeug. Da steht er nun. Der Kleine möchte gern Beamer. Was gibt es dazu noch ans Fazit zu sagen? Kurz gefasst, Schrott. Das ist jetzt etwas unprofessionell ausgedrückt, aber leider hat man damit recht. Wer sich also erhofft hat, mit einem Beamer für 39 Euro ein Schnäppchen zu schlagen, erhält dieses Spielzeug. Technisch nicht unbedingt brauchbar und wie hier beschrieben, perfekt for Videos, DVD und Movie. Vergiss es. Irgendeine Art von Filmgenuss ist meines Erachtens auf diesem Beamer nicht möglich. Das machen auch andere Features nicht wett. Mit anderen Worten verabschiede ich mich in diesem Video. Hab einmal kurz einen Beamer runtergehatet für 39 Euro, den ich wieder zurücksenden werde. Da hört man auch, dass der Lüfter ein Problem hat, weil er nicht durch Schrauben befestigt ist. Aber für die Preise muss man so etwas halt leider erwarten. Dementsprechend danke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dato. Tschaußen, euer Oliver von OFXC Productions.